So, ich bin heute im Fachgespräch mit Kathi Engel, die sich ganz lieb trotz Homearbeit und Homeschooling gleichzeitig nochmal in den Garten verdrückt hat, um sich mit mir über ihre fachpolitischen Bereiche auszutauschen. Danke dir, Kathi. Mich würde interessieren, mit Blick auf Projekte der Kinder- und Jugendarbeit, wie dort die aktuelle Lage ist, welche Auswirkungen auch durch die Pandemie dort spürbar sind und welche finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten es vielleicht auch jetzt schon gibt. Ja, es liegen erstmal natürlich alle Projekte auf Eis, ne? Also die Jugendclubs sind zu, die aufsuchenden Hilfen sind eingestellt. Aber nichtsdestotrotz haben wir oder jetzt natürlich über die Landespolitik und auch über das Landesjugendamt nochmal alle Jugendämter dazu aufgefordert, niemanden freizustellen, niemanden in Kurzarbeit zu schicken, sondern sozusagen die frei gewordenen Kräfte einzusetzen für das Jugendamt, weil wir einfach davon ausgehen, dass es durch die häusliche Enge zu Stress in den Familien kommen wird und dass da natürlich das Jugendamt und insbesondere der Kinderschutz gefordert sein wird, interventionsfähig zu sein. Und vielleicht dann dazu ganz konkret, welche Präventionsmaßnahmen gibt es gerade auch in Bezug auf Kinder und Jugendliche, was häusliche Gewalterfahrungen angeht? Na, die Prävention ist zum Beispiel, dass wenn jetzt von der Schule oder vom Kindergarten schon klar ist, da ist eine Familie, die haben Probleme. Das kann ja ganz vielfältig sein, auch was für Probleme das sind. Dann dürfen die zum Beispiel in den engeren Kreis der Kinder und Jugendlichen, die in den Kindergarten dürfen oder in die Schule dürfen, dass da eben so ein bisschen Druck aus dem System genommen wird. Das wird nochmal insbesondere beworben von allen Seiten, von der Liga, Kinder- und Jugendschutz, vom Kinderschutzbund, auch nochmal über das Ministerium, die Notrufnummern. Also die Dienste, die Beratungsdienste arbeiten ja alle. Sie sind nur nicht mehr so niederschwellig erreichbar. Also man muss ein Telefon nehmen und anrufen und um Hilfe bitten. Das ist natürlich eine Hürde. Und deshalb versuchen natürlich diese Institutionen aufzuklären, auch die Öffentlichkeit aufzuklären. Schaut hin, was eure Nachbarskinder machen. Geht es denen gut? Und im Notfall ruft natürlich Hilfe. Dass einfach die Informationslage klar ist und die Leute sich darauf einstellen. Genau. Also da nochmal eine ganz normale, eine Öffentlichkeitskampagne zu starten, um da die Befindlichkeit anzuregen. Und so zum Thema, alle sind gleichzeitig zu Hause. Welche Programme oder Online-Angebote gibt es vielleicht auch, die du empfehlen kannst, was die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen angeht? Weil es ist ja für viele schon eine schwierige Situation, so viel mehr Zeit eben im häuslichen Umfeld zu verbringen. Und es ist ja auch sehr unterschiedlich. Es zeigen sich ja jetzt auch gerade die sozialen Unterschiede noch mal stärker, je nachdem, ob man beispielsweise als Familie Zugang zu einem Garten hat oder nicht. Allein das macht ja schon für die Beschäftigung ganz viel aus. Der Kinderschutzbund hat zum Beispiel auf seiner Facebook-Seite jeden Tag eine Bastelidee, die sie veröffentlichen. Also es gibt ganz viele Angebote. Ich weiß, zum Beispiel auch Kika hat nochmal also der Fernsehsender hat nochmal sein Programm umgestellt und extra angepasst an Kinder und Jugendliche, die zu Hause sind. Auch der WDR hatte zum Beispiel, gibt es jeden Tag eine Sendung mit der Maus. Aber auch so Wissenssendungen oder so Homeschooling, man kann irgendwie, ich glaube, Spanisch was lernen. Also diese alten Teleunterrichte haben sie jetzt wieder auf, das ist eigentlich auch ganz nett. Aber ich persönlich würde sagen, das Beste, was man machen kann, auch wenn das Frühlingswetter ist, einfach rausgehen. Wandern gehen. Gut, das lässt sich jetzt in Eisenach natürlich leicht sagen, weil wir haben hier die Berge vor der Tür. Wir können das halt, das machen wir sowieso. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, natürlich rausgehen, Kinder, Jugendliche balancieren lassen, Fahrrad fahren, das kann man ja auch machen, ohne die Kontaktsperre sozusagen zu sprengen. Genau, es geht ja nur um Kontaktminderung, Vermeidung und da sind das alles Möglichkeiten, die man weiterhin hat. Und was ich ganz süß finde, selbst der Thüringer Landtag hat ja so ein Online-Angebot mit dem Landtagslöwen Ludo. Also auch da ja, gibt's Formen von Interaktion. Es gibt auch der Deutsche Kinderverein,
hat auch ein, ich glaube, über das Bundesministerium kann man dort ein Paket bestellen. Da ist dann nochmal Bastelsachen drin, Malutensilien, aber auch Broschüren für starke Eltern. Also auch nochmal so ein bisschen Präventionsmaterial. Das kann man kostenlos bestellen. Mhm. Ja, danke dir für die Darstellung. Vielleicht nochmal zu deinem weiteren Fachbereich, dem Thema Suchtpolitik. Auch da gibt es natürlich jetzt Corona-bedingte Auswirkungen zu spüren. Wie wirken sich dann beispielsweise das Thema Krankenhausbelegung oder auch Besuchsreduzierung auf Suchtprogramme aus? Bei den Krankenhäusern sind wir gerade dabei, eine Abfrage zu machen, inwiefern es dort nochmal spezifische Anforderungen gibt, die jetzt zu anderen Reha-Kliniken sich unterscheiden können. Ich glaube, das größte Problem ist die Isoliertheit der Menschen. Mhm. Also man muss da, also um das kurz zu erläutern, jede Sucht oder jede stoffliche Sucht ist nur eine Äußerung einer Selbstmedikamentation. Das heißt, im Fachbereich wird nicht mehr unterschieden zwischen psychischer Störung und irgendeiner Sucht, sondern man redet einfach von psychisch Kranken. Und dann ist es, glaube ich, egal, was für eine psychische Störung ich habe. Wenn ich zu Hause alleine bin, ist es ein Problem. Mhm. Und das kann dann ganz schnell kippen. Und ich glaube, da ist es natürlich auch ein Problem, dass jetzt Selbsthilfegruppen nicht mehr so funktionieren, wie sie vorher funktioniert haben. Dass natürlich auch für einige psychische Erkrankungen ist es eine riesige Hürde, zu telefonieren oder auch Videotelefonie zu betreiben. Und da, ich weiß nicht, ich habe dazu noch keine Lösung. Ich sehe nur die Gefahr, dass da natürlich zu individuellen Rückschlägen kommt. Mhm. Und da würde ich nur noch mal, ich glaube, da muss man auch die Öffentlichkeit sensibilisieren, dass es halt nicht cool ist, in sozialen Medien jetzt Trinkspiele zu posten, etc. Also mir geht das so auf Twitter, da wird der Eierlikör, der mittags gereicht wird, gepostet, die Leute setzen sich halt hin, grillen und gönnen sich ein Bier. Und das kann halt gerade bei Suchterkrankten und Alkoholsucht ist nun mal die häufigste Suchterkrankung überhaupt zu einem Problem werden. Mhm. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass ja viele Psychotherapeutinnen und Therapeuten und auch Klinikangebote jetzt gerade eben schauen, welche digitalisierten Behandlungsformen gibt es. Du hast mit Telefon- und Videoangeboten schon welche genannt. Es gibt auch, was ich geeignet finde, gerade für Personen, die vielleicht da eher Hemmungen haben, auch so eine chatbasierte Therapie, also dass man einfach schreibt, statt zu sprechen, aber dabei nicht gesehen wird beispielsweise. Also da gibt es verschiedene Angebote, wo man sich auch nochmal direkt informieren kann. Genau, aber es gibt auch viele, viele Therapeuten, die arbeiten ganz normal. Genau. Also das ist ja für die normalen Fachärzte auch. Also genau. Die nehmen halt nur nicht mehr so viele Patienten auf einmal, damit das Wartezimmer nicht so protokoll ist. Aber das sollte man wissen, glaube ich. Fachärzte ganz normal weiterarbeiten. Ja, das ist wichtig, das nochmal zu betonen, dass da die Versorgung weiterhin auch gesichert ist. Vielleicht nochmal auf zwei spezifische Gruppen hinausgehend. Das eine Menschen ohne festen Wohnsitz, die vielleicht auch eine Suchtstörung haben und ja gerade einfach auch nochmal weniger Zugang vielleicht erhalten. Welche Maßnahmen oder Programme gibt es, um denen zu helfen aktuell? Ich weiß, dass es dort, wo es Screen-Protokoll gibt, also in Erfurt zum Beispiel, dass die auch ganz normal weiterarbeiten. Mhm. Das Einzige, was sich geändert hat, dass sie jetzt kein Büro mehr, also nicht mehr im Büro anzutreffen sind, wo man hingehen kann, sondern dass auch sie über, wie sie eine Rufbereitschaft haben, halt über das, über die Handynummer, die aber Betroffenen eigentlich auch klar ist, weil man kennt sich ja im Kiez. Aber die arbeiten ganz normal weiter und kümmern sich auch um die Obdachlosen in Erfurt und suchen sie auch auf und verteilen auch Hilfspakete. Und vielleicht abschließend nochmal, es gibt natürlich auch Suchtstörungen, die nicht substanzbezogen sind, also alles, was Internet- oder Online-Gaming-Verhalten angeht, wo man ja jetzt ein bisschen die Hypothese in den Raum stellen könnte, gerade jetzt, wo sehr viele Menschen zu Hause sind und wir ja auch immer mehr online kommunizieren, dass das vielleicht einen Effekt hat. Wie schätzt du da gerade die aktuelle Situation ein? Also genauso wie bei den alkoholkranken Menschen. Ne? Also es ist halt,
alle sind in der Situation, dass sie zu Hause sind, dass Kontakte eingeschränkt sind, dass man vielleicht auch unzufrieden ist, weil man nicht so viel sich selbst verwirklichen kann, wie es sonst der Fall ist. Und da ist halt die Gefahr groß, dass man versucht, das mit einer Selbstmedikation zu probieren. Das ist ja bei einer Sucht, also bei einer Spielsucht oder Online-Sucht auch ähnlich. Es soll ja eine Lücke im Herzen füllen. Und die Gefahr ist natürlich groß, ja. Ich kann nur hoffen, dass die Leute, die sozusagen schon in den Beratungsstellen bekannt sind, in denen selbstbewusst sind oder in Therapien, die bestehenden Kontakte nutzen. Aber, genau. Ich glaube, das wirkliche Ausmaß wird sich wahrscheinlich erst danach zeigen. Das denke ich auch, dass wir erst danach irgendwie von den Zahlen wirklich was wissen. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es, und vielleicht kann man es in die Richtung auch als Appell verstehen, einfach immer wieder mit den Personen, mit denen man in Kontakt ist, selber aktuell darauf zu achten, wie geht's denen, gibt es vielleicht Kontakte oder Hilfsmöglichkeiten, die einem selber oder eben auch anderen Personen zugutekommen könnten und zu wissen, dass die Versorgung auch an der Stelle ja weiterläuft, wenn auch vielleicht über andere Kanäle. Gut, dann danke ich dir, Kathi, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir beim Zuhause-Basteln weiter. Ja, tschüss. Ich danke dir für das Gespräch. Gerne.